Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem Interview mit Adrian Siedler. Hallo Adrian, es freut mich heute mit dir hier eben ein Interview zu führen, vor allem über das Leben, wie man auch im Leben vielleicht mit verschiedenen Themen auch anders umgehen kann. Möchtest du schnell ein paar Worte zu dir sagen, damit ich die Zuschauer auch kennenlerne? Hallo Gianni, hallo liebe Zuschauer. Ja, zu mir, ja, ich bin gerade 60 Jahre alt geworden und bin daran, die nächsten 60 Jahre zu planen. Heißt es planen, es geht nicht um Plan, es geht um zu leben. Und das habe ich erst in den letzten Monaten, Jahren erkannt. Es geht also nicht darum zu wollen. Ich wollte in meinem Leben sehr viel erreichen, habe auch viel erreicht, das ist das Schöne, aber meist war es unter Druck. Und jetzt habe ich begonnen, in der Freiheit zu leben. Mein Leben, das Leben, wie es fließen kann. Und es ist eine ganz andere Welt, total andere Welt. Und das ist auch die Freude, die ich jetzt leben darf und in der Freude, mit der ich gehe. Schön. Erzähl uns doch ein bisschen, was hast du dann früher gemacht? In welchen Tätigkeiten im Leben warst du? Ja, ich habe sehr viele Tätigkeiten gehabt. Also ich habe begonnen als Bauer, hätte eigentlich Pfarrer werden sollen. Und habe dann aber Agronomie studiert, als Berater, aber als Lehrer auch war ich oft tätig. Und nachher hat es mich immer wieder in das Spirituelle gezogen. Ich war ein richtiger spiritueller Esoteriker fast. Ich habe viel Yoga gemacht, habe eben 20 Jahre jeden Tag 6-7 Stunden meditiert und Yoga praktiziert und ein bisschen gearbeitet. Ich habe dann gut verdient auch, habe als Selbstständiger gearbeitet oder an Arbeiten, wo ich da beim Kanton oder beim Staat hatte und hatte so auch immer viele Möglichkeiten. Und ich war immer ein Suchender, habe auch jedes Jahr eine Weiterbildung gemacht. Also Weiterbildung heißt für mich nicht ein Wochenende, das sind wirklich 10, 20 Tage pro Jahr habe ich da auch. Das hat auch einiges gekostet, aber ich hatte das Geld und habe da immer, war immer am Suchen. Habe auch Religion, Theologie, Philosophie studiert, mal 2 Jahre lang. Aber nachher hat es mich in die Wirtschaft gezogen. Auf einmal vom Spirituellen weg auch ein Stück weit, habe da einen guten Mentor gehabt, habe mich begleitet während 4, 5 Jahren. Und mit ihm habe ich große Projekte in der Wirtschaft auch gebaut, auch an der Fachhochschule, der Wirtschaft, interdisziplinäre Projekte, ganz spannende Projekte, ganz neue Themen platziert von Startups, aber auch die Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Habe einige Bücher geschrieben zu diesem Thema auch. Und nachdem, ich habe so alle 7, 8, 10 Jahre bin ich wieder ausgestiegen, ein Jahr, und habe gesucht, geguckt, habe auch meine Riesenkrisen gehabt, und bin dann wieder in neue Themen rein, Strategieentwicklungen, auch für Landwirtschaft zum Beispiel, oder dann Regionalentwicklungsprojekte. Und schlussendlich hat mir das auch wieder nicht gefallen. Und dann vor 3 Jahren habe ich mich entschieden, mit meiner Frau damals auszuwandern. Da sind wir ausgewandert nach Costa Rica, 3 Monate, Bali, Indien, Brasilien, USA, Panama. Haben wir alles versucht. Und auf einmal, als wir in Indien waren, haben wir ein Video gesehen. Zuerst das von Gianni. Das hat uns stark inspiriert und dann gleich das von Alexander und dann wusste ich, als ich Alexander gesehen habe auf dem Video, das ist der Mann und meine Frau Sandra auch. Und ein Monat später oder nicht mal 2, 3 Wochen später standen wir bereits in der Schweiz und haben das im Zentrum und geguckt, was da möglich wäre. Wieder ein Monat später haben wir uns entschieden, gewählt, ganz bewusst hier zu leben und wir wussten, das ist unser neuer Weg, den wir jetzt gehen wollen. Jetzt sind wir da einen Monat in der Schweiz. Ein Jahr gut in der Schweiz und haben uns richtig eingelebt. Und mein Leben hat sich völlig beruhigt von der Suche
zum Gehen, also nicht zum Suchen weiter, sondern wirklich in den Frieden tauchen. Und natürlich mit ganz spannenden Begegnungen, wie auch mit Johnny. Ja, danke Adrian. Aber eben, ich höre ja und eben auch der Zuschauer hört, eben Adrian ist sehr viel gereist, hat sehr vieles gesehen im Leben, durfte auch sehr vieles erleben. Ich weiß, Adrian, das Leben ist nicht immer einfach, aber auch sehr spannend, gell, wenn man das erlebt. Aber jetzt mal, du hast dich ein bisschen vorgestellt, wer du bist, was du erlebt hast. Heute eben wirkst du im Bildungszentrum in Schwarzsee. Eben, ich bin manchmal auch oben, wirke dort auch mit. Wir sind sehr dankbar, eben auch durch die Begegnung mit Alexander, wo dieses Zentrum auch aufgebaut hat und man mithelfen durfte, dass es eben auch heute so ist, wie es ist. Eben ein Haus der Möglichkeiten, wo auch für die Zukunft vielen Teilnehmern, wenn sie möchten, auch dort wieder Möglichkeiten schenken kann, damit sie mehr und mehr eben in ihre Kraft eintauchen können. Aber jetzt vielleicht zu dir. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich. Ja, gerne. Eine Frage. Es geht Ihnen ja nicht nur immer um diese Spiritualität, wo man vielleicht denkt zu sein. Für mich ist Spiritualität Leben. In der Spiritualität hat für mich alles Platz, weil alles eigentlich aus der Spiritualität entsteht. Auch bestimmte Themen, die wir vielleicht nicht so spirituell nennen, sie entstehen auch aus der Spiritualität. Was bedeutet Leben für dich? Also Leben bedeutet für mich hier im Alltag, sei es im Zentrum, aber auch in der Stadt Zürich oder Basel oder irgendeiner Stadt, einfach mein Leben zu leben. Und zwar immer in Verbundenheit mit mir selber, auch mit dem Universum, mit dem Göttlichen, aber nicht abgehoben, wirklich am Boden, ganz pragmatisch. Und dann auch die Menschen zu akzeptieren und respektieren, wie sie sind. Nicht zu urteilen. Schon werten, das ist okay, zu sehen, boah, wo stehen sie, da, wo stehe ich? Das gibt mir eine Orientierung. Nicht zu verurteilen. Das ist für mich das Leben. Und wenn ich Leben sage, dann ist das die Lebenskraft. Meine Lebenskraft zu leben. Und die Lebenskraft basiert natürlich auf dem, was ich mitbringe, genetisch auch. Aber das sind auch anderes. Die Lebenskraft ist auch die Sexualkraft, die zu leben, dann die Ernährung, aber auch die Lebenskraft mit solchen Interviews oder Begegnungen oder Seminaren aufzutanken, sich zu orientieren und zu sehen, wow, es gibt noch andere Sachen, diese Motivation, diese Freude im Leben zu haben, das ist das, diese wieder zu aktivieren, das ist für mich wichtig, um zu leben überhaupt, weil viele Menschen sind am Schlafen. Ich verstehe das. Die sind im Hamsterrad, morgens 8 bis nachmittags um 5 Uhr. Um das wieder zu aktivieren, braucht es ein bisschen Zeit. Aber da braucht es auch die Gewohnheiten zu ändern. Täglich eine Änderung. Das können kleine Änderungen sein. Das ist für mich das Leben. Und es steht nicht still. Ich weiß nicht, wo ich in einem Jahr bin. Voraussichtlich hier, aber ich bin offen. Ich habe aber den Fokus und ich sehe eine Richtung, wie es gehen kann. Das ist klar. Das ist für mich das Leben. Das ist viel mehr, als dass wir uns alle vorstellen können. Ja, mir kommt gerade eben auch der Impuls, eben manchmal wollen wir ja leben im Leben, aber dann sind wir ja nicht im Einklang mit dem Leben, weil wir sind dann im Einklang mit dem Leben, wenn wir uns bewusst werden. Wir sind ja das Leben, in jedem Moment. Und wir haben ja diese Kraft in uns, eben diese Lebenskraft wurde uns geschenkt für diesen Weg hier auf Erden, damit wir uns eben auch offenbaren können, teilen können, aber auch, wenn wir möchten, erfahren, erkennen, vielleicht auch eine Weisheit auch weiterzugeben und in sich mehr und mehr die Freiheit eben auch zu erkennen. Jetzt durch deine Biografie habe ich etwas gehört und das ist sehr spannend. Also du hast so viel gemacht. Also für mich bist du so ein Machertyp, würde ich sagen. Und das spüre ich gerade. Und Machertypen haben immer etwas in sich und das ist, sie kommen immer sehr schnell in Handlungen rein. Wenn ich die Menschen beobachte, auch in der Arbeit mit Menschen, sehe ich bei sehr viele sind sich bewusst. Sehr viele wissen vieles. Aber leider mangelt es bei sehr vielen in der Handlung. Das Thema Handlung finde ich sehr wichtig im Leben.
Was bedeutet Handlung für dich und wie kann man mehr im Leben in die Handlung kommen? Also wenn ich von Handlung rede, ich bin ja auch in einem Unternehmen, ich bin auch Unternehmensberater, ich begleite Menschen. Handlung heißt für mich schon, aktiv zu werden, zu aktivieren. Jetzt ist die Frage, wie aktiviere ich, wie komme ich in die Handlung, wie du sagst. Und ich habe da auch eine Kaizen, ist eine japanische Art und Weise, eine Lebensweisheit auch, in die Handlung zu kommen. Das heißt, schrittweise Veränderung im Alltag. Das heißt, nicht eine große Innovation. Viele denken Handlungen, die warten, bis die große Innovation kommt, die große Neuerung, sondern ganz kleine Neuerungen. Viele kleine Neuerungen, viele kleine Schritte verändern das Leben schlussendlich. Es kann beginnen morgen beim Aufstehen, dass ich mit dem anderen Bein aufstehe, mit dem linken oder rechten und dann im Alltag auch den Menschen anderen begegnen, weil ich sage, okay, heute stelle ich einfach mal nur Fragen. Jemand, der viel spricht, wie ich bin der Typ eher, der viel spricht, also stelle ich hier mal Fragen und warte ab, gehe auf die Menschen zu. Und das ist eine andere Art und Weise. Und darum, ins Handeln zu kommen, heißt auch, dass ich mich mit meinem Hirn, mit meinem Verstand auseinandersetze, dass ich das Hirn öffnen kann, der Verstand, und ich mit dem Geist, mit dem universellen Geist, wie man das immer nennen will, wieder in Kontakt trete. Und dann kommen neue Ideen rein. Und das kann ich aktiv machen. Passiv kommt es nicht. Ich habe über Jahre meditiert, wirklich 20 Jahre viel meditiert. Und ich würde da noch, jetzt noch da sitzen, im Meditieren, wenn ich nicht einen guten Mentor getroffen hätte, einen Macher, der mir gesagt, hey, jetzt geh mal in die Aktion. Auf was wartest du denn eigentlich? Darum in die Aktion gehen. Und das sind nur kleine Sachen. Das braucht nicht große Schritte zu sein. Und wir fühlen das ja. Sobald wir in die Aktion kommen, bekommt unsere Lebenskraft wieder Wind. Von der Seele, von innen heraus spüren wir wieder, wow, da ist was. Und das ist für mich in die Handlung gehen. Schön. Schau mal, ich erlebe ja auch immer wieder Menschen, die zu mir kommen und sie sagen, ja, weißt du, ich weiß es, aber ich mache es einfach nicht. Aus deiner Sichtweise, warum handeln sie dann vielleicht nicht und was könnten sie machen, damit sie diese Handlung mehr und mehr aktivieren könnten? Also warum nicht? Oft ist es, man sagt, es ist Unwissenheit. Ja klar, und man weiß es nicht, dann macht man es nicht. Oft ist, aber was ich auch sage, ist Faulheit, Trägheit. Der Mensch ist träge, wir sind ein träges Wesen. Wir sind ein Gewohnheitswesen, was auch Vorteile hat. So können wir den Lauf der Dinge nachgehen. Aber das zu durchbrechen, das ist das. Und darum ist es wichtig, wenn man sich, manche sagen, Business sagt man, eher eine To-Do-Liste macht oder kleine Ziele setzt pro Tag, einfach sagt, heute das oder das. Oder heute jeden Tag zwei neue Gewohnheiten. Egal was. Zieh das mal 21 Tage durch. In der Psychologie sagt man 21 Tage. Wenn du 21 Tage lang machst, ab dem 22. läuft es allein. Und so können wir uns trainieren. Das ist ein Training, ja? Ich bin auch Trainer in dem Sinn, das hat mich immer fasziniert, Coach. Es ist ein Training, es kommt nicht alleine. Das heißt, sich selber, und das große Glück ist, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann kommt der zweite, dritte, kommt dann von alleine. Das ist das Geheimnis, das ist das Wunder dahinter. Wenn man in die Aktivität geht, langsam, Schritt für Schritt, dann kommt es alleine nachher. Ist wie auch eine Gewohnheit. Auch die Gewohnheit hat ihre Gewohnheit. Dahin. Schön. Was ich einfach noch immer wieder merke, ist, diese Schritte zu machen, verstehe ich. Was ich aber bei vielen Menschen immer wieder erlebe, dass sie extrem verstreut sind. Ja. Sie wollen, aber sie sind gar nicht da. Ja. Sie lassen sich immer wieder ablenken von irgendwelchen Sachen und es braucht dort wirklich auch eine Disziplin, eine Struktur, die man sich eben auch schenkt und vor allem auch, dass man sich immer wieder zentriert, dass man wirklich sagt, ich bin hier, ich möchte diesen Weg gehen
und ich bin bereit, auf diesen Weg zu gehen und diese Schritte auch zu machen. Schön, Adrian, ich danke dir vielmal für deine Antworten. Es wird noch einen zweiten Teil geben vom Interview. Für die, die Interesse haben, wird der Beschrieb da sein nachher, wo man dieses Interview auch anschauen kann. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, liebe Zuschauer, und gebe das Wort noch mal kurz Adrian und bis zu einem anderen Mal. Besten Dank euch auch und eine schöne Zeit. Tschüss.